So Leute, ich tape jetzt hier einfach mal eine Aufnahme, weil ganz ehrlich, ich habe mittlerweile so gar keinen Bock mehr. Ich habe jetzt 4000 Gold rausgeholt. Das soll es erstmal gewesen sein. Mein Gott, da kann ich noch viel mehr rausholen. Aber ich will was anderes machen, außer jetzt irgendwie belanglos hinterherlaufen und Sachen verkaufen. Zum einen möchte ich erstmal eine Stufe aufsteigen. Woo! Ich gebe dir Gesundheit. Und dann habe ich jetzt, muss ich jetzt erstmal gucken, ob ich jetzt eventuell nicht sogar in Redekunst gehe. Ich muss mal gucken, was ich da gerade lernen kann bei Redekunst. Nee, das eigentlich nicht. Du kannst Wochen bestechen. Nein, das eigentlich auch nicht. 10% bessere Preise beim anderen geschlashed. Das hier will ich eigentlich endlich mal haben, aber es geht erst ab 50. Das ist natürlich nicht so gut. Wenn es erst ab 50 geht, dann ist wurscht. Dann kann ich das auch beim nächsten Mal noch reinsetzen. Weil das hier wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt machen. Dann gehe ich jetzt wahrscheinlich lieber. Ich schaue jetzt erstmal, was wir bei Alchemie nochmal machen können. Aber das geht hier eh noch nicht. Hier könnte ich höchstens das hier noch machen. 25% stärkere Wirkung. Das wäre natürlich gar nicht so schlecht. Was haben wir denn da drüben noch? Du sammelst zwei Zutaten von jeder Pflanze. Ist natürlich schon auch geil. Aber wenn, dann würde ich hier lieber das hier machen. Nicht unbedingt das da, sondern das hier. Von dir hergestellte Zaubertränke mit positivem Effekt besitzen eine 25% stärkere Wirkung. Das betrifft ja dann auch Heiltränke, deswegen mache ich das jetzt mal. Ich gehe jetzt hier erstmal in Alchemie, weil das ist eh das nächste, was wir tun werden. Dazu muss ich jetzt aber erstmal. Was liegt hier eigentlich am Boden? Warum liegt das am Boden hier? Weiß wieder kein Mensch. So, das war ursprünglich meine Dwemer-Truhe. Jetzt wird das hier meine Schatztruhe. Denn ich habe ja hier jetzt noch ungefähr zigtausend Gold. Das hier will ich mitnehmen. Aber das hier. Das muss alles hier irgendwie mal weg. Und bis ich da einen Händler mal finde, Rüstung werden verbessert. Ah, das kommt wieder nach oben rein. Wenn ich das nächste Mal schmieden werde, dann werde ich das benutzen, werde dann hoffentlich auch dran denken. So. Das bleibt jetzt erstmal da. Das Amulett von Akatosh, weißt du was, setze ich mir jetzt mal kurz da rein, weil das brauche ich jetzt nicht, aber ich behalte es einfach mal. Dem guten Willen wegen. So. Dann schaue ich jetzt erstmal. Ich habe jetzt nämlich schon einen Plan, wie ich das hier machen möchte mit meinem ganzen Alchemiezeug. Jetzt erstmal hier ablegen von all dem ganzen Scheiß, was ich jetzt hier noch habe. Unter anderem das göttliche Zwergenöl. So, ich habe jetzt eh schon ziemlich viele Tränke. Und damit ich jetzt nicht durcheinander komme. Ach, warte mal, hier habe ich doch alles rausgetan. Perfekt. Tue ich jetzt mal, weil ich die ganzen Tränke, die ich jetzt herstelle, die möchte ich verkaufen. Und das heißt, ich packe jetzt erstmal hier alle weg, weil dann weiß ich, da muss ich nämlich nicht erst durchlesen, was was ist, sondern weiß direkt, okay, alle Tränke, die ich gerade in der Hand habe, die kann ich jetzt verkaufen. Außer jetzt ganz spezielle Tränke, die werden wir aber auch zuerst herstellen. So, wir nehmen jetzt erstmal alles auf. Werden diesmal dran denken, dass wir das Diadem der Alchemie nehmen. Genauso wie die Pelzarmschienen der Alchemie. So, haben wir nämlich schon mal äußerst. Ich glaube, fast 50% sind wir jetzt fast besser mit dem, was wir gerade eben neu gelernt haben. Und jetzt gehe ich erstmal ins Alchemielabor und werde erst einmal meine Gesundheit wiederherstellen. Also das hier. Da kann ich nämlich ein bisschen was rausholen und das sind nämlich die Tränke, die ich dann auch unbedingt benutzen möchte. Das bedeutet, wir werden jetzt erstmal die beiden kombinieren. Nee, das heißt falsch. Das mache ich nicht zuerst. Ich mache zuallererst, gehe ich die neuen Zutaten durch, wo ich vielleicht noch was lernen kann. Da, zum Beispiel die blauen Pfeilfedern, die haben wir noch nie gehabt. Dann entdecken wir Blitzresistenz. Das ist schon mal ganz wichtig, dass ich die jetzt alle mal durchgehe, weil da gibt es garantiert noch einige, die unbekannt sind. Zum Beispiel das hier. Dieses Ei, da wissen wir Anfälligkeit für Gift. Dann was lernen wir bei. Schauen wir mal, da gibt es doch garantiert noch was. Das wäre doch gedacht. Frostsalze. Ja, komm, damit wir die Zutat mal kennen. Anfälligkeit für Feuer. Ich glaube, wir sollen eh Feuersalze sammeln für die eine Quest, ne? Hier hätten wir noch was. Rohes Geweih. Da lernen wir Ausdauer wiederherstellen. Gut, haben wir eh nur einmal gehabt. Dann haben wir hier Jaspeitrauben. Was weiß ich? Anfälligkeit für Magie. Oh ja, da kommt schon einiges zusammen, ey.
Dann haben wir hier Mondzucker. Ach, Mondzucker gibt's auch noch. Geil, Mann. Anfälligkeit für Feuer. Der gute alte Mondzucker. Orangenpfeil für den Ausdauer wiederherstellen. Schau dich das mal an, was wir alles haben. Pulverisierter Mammutstoßzahn. Da ist drin Ausdauer wiederherstellen. In der Riesenflechte ist drin Anfälligkeit für Blitz. Fett. So, was haben wir noch? Was geht da noch? Da ist bestimmt noch irgendwas, oder? Schauen wir mal. Oh, da haben wir noch was. Tollkirsche hat mir noch die Gesundheit senken. Ja, das war irgendwie zu erwarten. Und das war's. Jetzt werden wir auf. Aua. Jetzt werden wir offiziell durch. Jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Ups. Weil ich nicht weiß, ob ich das weggeschmissen habe. Oder steht's hier irgendwie? Na, ich glaube nicht. Ist auch egal. Jetzt möchte ich erstmal Gesundheit wiederherstellen, wie gesagt. Also, wo haben wir es denn? Gesundheit wiederherstellen ist hier. So, da kombiniere ich jetzt erstmal die beiden. Dann kombiniere ich die beiden. Und dann kombiniere ich die. Und da geht jetzt richtig was. Zack, 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 zack. Sehr gut. Alchemie beenden? Ja. Weil ich jetzt nämlich erstmal die neuen Tränke, die ich jetzt hier habe, nämlich die beiden. Und das ist halt schon mal sehr geil, was ich hier gelernt habe. Gesundheit wird für 60 Sekunden um 42 Punkte erhöht und stellt 66 Gesundheitspunkte wieder her. Also das ist schon ziemlich geil. Und das habe ich jetzt 15 Mal. Das füge ich jetzt gleich mal den Favoriten hinzu. Das sind jetzt die Tränke, die ich auf jeden Fall haben möchte. Das heißt, das tue ich jetzt erstmal hier in den Trankmischerbeutel. Aber da tue ich jetzt erstmal... da werde ich das jetzt erstmal hinlegen, genau, weil das möchte ich ja dann auf meine Reisen mitnehmen. Alles andere kann ja... Ist ja egal. Dann, was ich auf jeden Fall noch für einen Trank brauche, wäre... Was könnte ich... Gesunde Verstärkung brauche ich eh nicht. Lähmen Magika regenerieren, ne? Ne, nicht regenerieren, herstellen. Oh, da geht auch was. Magika wiederherstellen können wir nämlich auch auf jeden Fall gebrauchen. Und da kombinieren wir jetzt auch ganz gut was. Zum einen. Das da, dann das da, das da, das da und das da. Genau. Und dann, glaube ich, reicht das eh schon wieder. Denn diese Tränke, da gucken wir uns das jetzt mal hier an. Da haben wir jetzt 8. Stellt 66 Magika wieder her. Perfekt. Mehr brauche ich gar nicht. So oft benutze ich die Tränke jetzt dann auch nicht. So. Das sind die beiden, die ich auf jeden Fall haben will. Der Rest, den kann ich jetzt wahrscheinlich getrost verkaufen. Denn ich glaube, da gibt es jetzt nichts mehr, was ich um die Krankheit heilen brauche. Ja, obwohl. Ne, da haben wir, glaube ich, eh noch genug. Ah, guck mal, Unsichtbarkeit. Ja, brauche ich ja auch nicht. Verstärken, verstärken. Nein, das sind alles Tränke. Alles, was wir jetzt herstellen können, können wir jetzt einfach mal ganz getrost verkaufen. Ich werde jetzt einfach herstellen und werde mich da jetzt Frostsalze mit Mondzucker. Wow, guck mal, was wir da jetzt noch entdeckt haben. Sehr nice. Und ich versuche, oh, schau dir das an, was wir alles mit Salz kombinieren können, ey. Ja, bitteschön. Boah, mit Zwergenöl, Mann. Sau gut, ey. Oh, schau mal, wieder was Neues gelernt. Boah, wir werden jetzt hier ordentlich Gas geben. Vor allem jetzt hier, das da, Mann. Achtung, und... Bam! Oh, fuck. Okay, aber jetzt. Zack, boah, schaut mal, wie das aufsteigt, Mann. Bam! Okay, das hat sich hart gelohnt. Da geht auch ordentlich was beim Stufenfortschritt. So, mal Alchemie auf 42. Fett! So, was kann ich hier kombinieren? Da kann ich auf jeden Fall schon mal Blasenpilz mit dem hier kombinieren. Ja, das machen wir danach. Erstmal so. Dann schauen wir mal, was ich noch machen kann. Dann glaube ich mal die beiden. Dann mache ich die. Dann die und dann die. Wunderbar. Das kann ich auch zweimal machen. Hier geht auch nochmal 18 Mal was. Wow, und go! Ja, durchdrücken, läuft. Und hier, da haben wir auch noch mal was. Ich sag ja, jetzt lohnt sich's langsam richtig, weil wir so lange kein Alchemie mehr betrieben haben. Ah, schau mal an, und wieder was Neues entdeckt.
Und hier nochmal und da nochmal. Ah, ist das herrlich. Und die auch nochmal. Schaut euch an, da geht richtig was. Ich glaube, jetzt haben wir schon 10 Alchemiepunkte gelernt. Das war es ja mal sowas von wert, meine Freunde. So, und nochmal was gelernt. Hackenfrech. So, schauen wir mal, was wir da unten noch haben. Unsichtbarkeit. Dann mache ich auf jeden Fall mal das da. Und das da. Dann haben wir hier noch. So, Hexenrabenklaue. Lass ruhig wiederherstellen. Alles soll gehen. Oh, da können wir. Können wir. Bleib doch jetzt mal da, ey. Ah ja, perfekt. Schaut an. Das geht sich auch genau aus. Lähmen hätten wir auch noch einmal. Giftresistenz hätten wir noch 5-mal. Sind wir fast auf 50. Ich glaube, das war's jetzt. Oder eine Gesundheit senken aber noch. Yes, da geht auch noch mal dicke was, Mann. Fuck yeah. So, auf 50, glaube ich, kommen wir sogar noch. Bleiben wir mal hier. Ja, weg damit. Wir kommen. Na, auf 50 wird es wahrscheinlich nicht reichen, oder? Nee, wird's nicht. Ganz knapp, Leute. Ganz knapp. Oh, jetzt haben wir nochmal Frostresistenz. Das haben wir auch noch. Feuerresistenz. Oh. Scheiße, das war's. Das war's. Wir kommen, stehen kurz vor der 50. Boah, das war heftig, heftig lohnenswert. Und jetzt will ich gar nicht wissen, was wir da jetzt alles an Tränken haben. 7 mal 242. Wem soll ich denn das verkaufen, ey? 509. Boah, was das wert ist, ey. Oida, schaut euch das mal an. Das kann ja kein Händler der Welt zahlen, ey. Heilige Scheiße. Unsichtbarkeit für 44 Sekunden. 510 ist der Wert, Mann. Okay, ich glaube, das muss ich jetzt mal ganz anders machen. Denn die ganzen Tränke kann ich nicht verkaufen. Ich muss ganz dringend, den Händler holen mit den 10.000 Gold. Denn, ohne den werde ich hier das ganze Zeug niemals los. So, ich hau jetzt, alle Tränke rein. Weil 19 mal 64. Also Leute, ich bin reich. Das kann man mal so sagen. Ich hoffe, es wird früh. Oh, jetzt habe ich einen ganz schön teuren Trank getrunken. Naja, wurscht. Ich kann es mir ja leisten irgendwie. Ich hoffe, ich brauche für irgendwas noch richtig viel Geld. Garantiert, also wir werden das bestimmt irgendwie hart verprassen können. So, ich werde jetzt mal den ganzen Spaß hier wieder nehmen, weil das sind ja Tränke, die ich bisher immer irgendwie gebrauchen konnte. Und die nehme ich selbstverständlich auch. Denn das sind ja meine wichtigsten Tränke. Ich schaue jetzt mal hier noch. Genau, das ist der und der hier. Genau, mehr brauche ich nicht. Dann brauche ich den hier zum Beispiel nicht mehr. Und den hier auch nicht. So, meine zwei wichtigsten Tränke habe ich jetzt auf Q und fertig. Genau, die beiden hier, das langt. Wunderbar. Damit haben wir mehr als erfolgreich Alchemie betrieben. Mehr als erfolgreich. Und ich schaue jetzt glatt mal, ach, wir haben eh Nacht. Dann könnte ich ja eventuell schnell pennen gehen. Und mal schauen, ob ich dann vielleicht noch ein paar kleine Tränke noch verkaufen kann. Für den Fall, dass sie wieder Kohle hat. Bis dahin. Naja, wenn wir jetzt... Ja, komm, schlaf mal 16 Stunden. Dann wird die ja wohl hoffentlich wieder Kohle haben. Wäre zumindest verdammt praktisch. So. Haben wir ja jetzt richtig lange geratzt hier. Und dann geht ab die Luzi hier. Hoffentlich. Also ich hoffe, dass ich bei ihr jetzt noch ein paar Tränke wenigstens verkaufen kann. Das wäre ganz praktisch. Aber ich glaube, die hat gar kein Geld mehr, ne? Hier findet eigentlich jeder etwas. Sag, was benötigt ihr? Geld. Werft einen Blick drauf.
Naja, 501 ist nicht die Welt. Ich könnte dir höchstens ein paar Zutaten abkaufen, die ich dann selbst wiederum. Ja, schauen wir mal jetzt, was ich jetzt hier verkaufen kann. Also ich will zum Beispiel hier diese Billigtränke hier verkaufen. Ah nee, das da. Das brauche ich zum Beispiel nicht mehr. Das kann alles weg. Warum bist du jetzt hier auf Favo? Dich will ich doch gar nicht auf Favo. Dich will ich auf Favo haben. Das heißt, du wirst verkauft. Warum bist du nicht auf Favo? Du bitte auf Favo. Dankeschön. Und du bist auch noch auf Favo. Ach so! Das ist gestohlener Trank. Deswegen kann ich den in ihr nicht verkaufen. Ich verstehe. Okay, aber du kannst trotzdem runter hier. Ihr ein Heil mit. Ihr seht etwas blau. Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert. Ich habe ja selber noch einen Haufen Zutaten. Oh, ich habe gar nicht mehr so viele Zutaten. Ich konnte echt fast alles irgendwie miteinander verbinden. Ich habe ja auch Tränke wie blöd bekommen, ne? Das heißt, kann ich jetzt hier noch irgendwas loswerden? Regeneriert Magicka schneller. Mal ganz ehrlich, sowas brauchen wir eigentlich nicht mehr. Bögen verursachen mehr Schaden, das kann man nicht immer gebrauchen. Das sowieso. Das auch. Brauchen wir eigentlich nicht mehr. Brauchen wir auch nicht mehr. Das kann man schon gebrauchen. Das brauchen wir auch nicht. Ich habe 15 von denen, da brauche ich den hier nicht. Krankheiten heilen, wie gesagt, ist gut. Wird erhöht. Das kann man im Notfall mal gebrauchen. Den brauche ich dafür nicht mehr. Taschendiebstahl ist leichter, brauche ich auch nicht mehr. Und dann habe ich jetzt eh keinen Billigtrank mehr, den ich hier verkaufen kann. Na gut, dann bin ich auf jeden Fall hier auch noch Also mal ein bisschen gut. was losgeworden. Und dann habe ich meine Aufgabe erfüllt. 3 Folgen lang hatten wir jetzt einen Skillkurs vom Arkanverzauberer, von der Schmiedkunst und von der Alchemie. Da ist einiges gegangen. Wir haben uns hart verbessert, die letzten Folgen. Aber jetzt geht's wieder ans Questen. Auf was ich mich jetzt nächste Stunde unterstützen werde, das seht ihr dann in der nächsten Folge von Skyrim.